So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worker and Resources. Ich habe mal ein bisschen vorgespult, was auf Lasten der Zufriedenheit und der Gesundheit ging, auch weil ich hier die Wege gerade baue und die dann natürlich nicht aus dem Gebäude rauskommen. Und dann werden die unzufrieden. Dafür sind gleich alle Wege fast auf Kies umgemünzt. Ich werde auch hier die Straßen ummünzen. Ich hatte hier eine Ausweichstraße gebaut, damit die Busse weiterfahren können. Die kann auch wieder weg. Ihr meckert hier die ganze Zeit Gesundheit der Bürger zu niedrig, weil die halt nicht rauskommen. Aber das soll uns erstmal nicht kümmern. Shit. Ja, das ist blöd. Können wir das verbinden? Nur hier. Für den Spielplatz. Okay, den Weg würde ich aber bauen. Und dann machen wir den. Und den lassen wir weg. In die Richtung gibt es auch erstmal nichts. Wenn wir da was planen, können wir es nachziehen. Hier ist noch ein Weg, den habe ich übersehen. Aber so langsam nimmt das ja dann Gestalt an. So, hier fehlt noch ein Weg, da fehlt noch ein Weg. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass wenn der Weg gebaut wird, dass die nicht raus und rein können, nicht? In echt würde man ja auch, weiß ich nicht, einen Steg daneben legen, wenn der Fußweg gebaut wird, sodass die Leute halt doch irgendwie rein und raus kommen. Vielleicht nur langsamer, nicht? Aber die sind ja dann zu 100% blockiert. Und das ist vielleicht nicht die schönste Art und Weise. So, und jetzt bauen wir mal die restlichen Straßen auch noch um. Dann ist alles irgendwann zumindest auf Kiesbasis. Das ist schon ein großes, großes Upgrade, weil der Regen keinen Einfluss mehr auf die Autos hat. Ich hatte noch irgendwo einen Anschluss gesehen. Achso, die Busse? Haha. Gut. Den Anschluss könnte ich noch machen, aber bei denen vielleicht noch das Ding, aber das Stück und das Stück, aber gut, was soll's, nicht wahr? Das könnten wir noch machen, aber nee, das war irgendeins, wo es rausführte aus dem Gebäude. Nicht nur das. Da habe ich noch gedacht, hä, warum habe ich denn das nicht mitgemacht? Hier. Da, das kann. Das ist die Feuerwehr. Es darf jetzt nicht brennen. Das wäre blöd. Oder brennt es gerade? Dann wäre es ganz, ganz blöd. Nee. Eben gab es nämlich mal wieder ein kleines Feuerchen. Das konnten wir aber löschen. Und ich habe auch hier mal die Straße langsam ausgebaut. Auch in die Richtung werden wir weiter, glaube ich, vorrücken. Und die schon mal doppelt machen. Und dann haben die damit, denke ich, ausreichend gut zu tun. Aber jetzt erkennt man langsam was. Sonst habe ich immer so Viertel gebaut, nicht? Hier habe ich ja jetzt versucht, so mit dem Palm so ein Stripe zu machen. Vielleicht machen wir das noch weiter. Dass wir so alle gefühlten Meter eine Palme setzen. Guck es dir doch an. Ja, doch, geht. Manchmal, der flackert halt so nach oben und unten umher, wo er es hinsetzen möchte. Hier noch eine Palme? Jawohl. So, dann haben wir die Seite schon mal mit eingebunden. Kriegen wir hier noch eine Palme zwischen? Das wäre echt cool irgendwie. Er lässt uns nicht. Er lässt uns nicht. Bis hier ist zum Stadtrand fertig. Weil hier sieht es halt so leer aus. Ich kann natürlich hier hinter eine Palme setzen, damit das so ein bisschen voller wirkt. Da. So vielleicht. Und das hier hinten, gut, hier hinten sind Palmen. Palmen.
Hier könnten wir noch. Ein oder zwei? Mach mal eine. So, beim Boden machen wir, der soll sichtbar sein, da machen wir keine hin. Und ungefähr so tropisch warm, wie es in diesem Spiel aktuell ist, ist es auch bei mir. So, Zufriedenheit geht wieder nach oben, nicht warm. Und hier beim Öl nimmt die ganze Sache auch langsam Fortschritte an. Wir machen sogar Plus. Letzten Monat minus 56.000. Da haben wir nur exportiert für 38.000, weil die Leute halt nicht aus ihren Gebäuden rausgekommen sind. Dadurch konnten sie hier nicht arbeiten. Und deswegen kam nicht genug Kleidung raus. Aber das ist ja jetzt abgeschlossen und sollte soweit passen. Wir haben, glaube ich, auch noch ein paar Wohnräume frei. Ja. Das heißt, da haben wir ein bisschen Ruhe, bevor wir den nächsten Bezirk oder sowas bauen müssen. Da kann erstmal die Einwohnerzahl wieder steigen. War ja mal auf 2220. Das heißt, wir haben jetzt 40 durch diese Aktion verloren. Aber die werden wiederkommen. Feuerwehr ist auch angebunden. Sehr gut. Uiuiui. Die Wärmemüdigkeit, die holt einen immer wieder ein. Tja, müsst ihr leider rumfahren. Aber wir müssen nach und nach mal jetzt hier die Straßen vervollständigen. Ja, ihr kommt nicht raus, das ist aber nicht so wichtig. Wobei jetzt hier schon cool wäre, wenn das Ding fertig werden würde zuerst. Und die machen das hier gerade. Aber wir können schon mal die Planung übernehmen. Und zwar, was brauchen wir denn noch? Strom. Jetzt weiß ich nicht, wie hatten wir denn das geplant? Wir haben diese Stromdinger hier. Das waren welche? Die großen hatten wir genommen, nicht? Ja. Also hier wollten wir in die Richtung eigentlich weiter mit dem Strom. Aber, gut, ich weiß nicht, wie wir das hier nachher aufbauen. Da ist noch eine Schiene. Ich würde den Strom auf der Seite einfach langlegen. Und hier sind ja genug Auf- und Abgänge. Ich lasse ein bisschen Abstand. Reicht der Abstand? Kriegt man da noch was dazwischen zur Not? Naja, wahrscheinlich. So, das sind drei Dinger. Das reicht völlig und von da können wir zur Not in alle Richtungen uns dann erweitern. So. Wenn man die manuell setzt, kann man auch ein bisschen weitere Strecken überbrücken. Das ist eigentlich immer ganz praktisch. Das kriegen wir noch schöner hin. Der kann auch noch schöner. So. Sehr gut. Und damit sie die bauen, brauchen die aber einen Anschluss. So vielleicht. Einmal da. Einmal dort. Hier können wir nicht ran, weil da eine Straße ist. Ach so, aber ist eine Autobahn. Aber machen wir es erstmal so. Wobei mir gerade auffällt,
wenn später hier eine Auffahrt hinkommt, wäre dumm, dass hier Strom steht. Ja, so dicht da dran ist. Das müssen wir nochmal anders machen. Und den nach hier stellen. Damit wir genug Abstand haben. Sonst haben wir uns selber wieder so ein Nadelöhr gebaut. Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Weil die Auffahrten werden später doch recht groß, wenn man sie umplant. So, und dann brauchen wir hier hinten einen schönen Verteiler. Wir nehmen einen dreifachen. Ich habe leider auch da nicht dran gedacht, dass wir hier irgendwo ja ran müssen, aber ich würde fast sagen, den bauen wir so oder so. Ich würde fast sagen so. Ich meine, da ist das Stromding. Es wäre eigentlich besser, wenn er hier wäre. Gut, wir können aber von da raus und hier vorbei. Wenn die Stromdinger, einer kommt nach hier und versorgt eigentlich alles. Nee, ich glaube, so gefällt mir das hier besser. Ist der wirklich mit dem parallel? Ist er. Oder? Also parallel, wie es parallel geht, ist er zumindest. Alles klar. Aber ich habe diesen Parallelmodus an. Der muss raus. F4 ist der. Alles klar. Dann kommt man nämlich auch so spitz daran. Strom brauchen wir da nicht den großen. Die 10 Megawatt Leitung von dort reicht völlig. Ich glaube, hier würde ich nämlich nicht rüberkommen. Naja. Wir machen das mal andersrum von der Seite. Ein Gebäude ist abgebrannt. Nein. Nein. Warum ist das Gebäude abgebrannt? Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Warum? Oh Mann, ich finde, diese Meldungen gehen so total unter. Warum? Da hätte ich doch irgendwie reagiert. Ah, da kommt irgendwo eine rote Meldung und die beachtet man einfach gar nicht. Ein Gebäude brennt. So, du brennst. Hä, aber die Feuerwehr ist doch im Weg. Warum kann die das nicht löschen? Die reichen nicht? Okay, 9 Feuerwehrleute reichen hier einfach nicht. Okay, gut zu wissen. Jetzt ist keiner gerade arbeiten. Doch, hä? Das Feuer geht doch runter. Hä? Warum ist denn das Gebäude denn eben abgebrannt? I don't get it. Weil ich habe ja geladen und die Feuerwehr war schon da. Und die Feuerwehrleute. Und das ist runtergegangen anstatt hoch. Aber ich finde cool, das Gebäude bleibt jetzt erstmal in diesem angebrannten Zustand, nicht? Und muss saniert werden. Wohnqualität nur noch 42. Eieieiei. Dann können wir das auf Sanieren. Fenster der Sanierung öffnen. Können wir das priorisieren? Ja, können wir. Finde ich zum Beispiel gut. Nicht? Ist ein bisschen versteckt, aber man kommt an alles sowas ran. Hier ist gleich die Nahrung alle. Hohe Priorität ist aber durch. Das wird auch fertig. Oh, nee. Oh, leck mich doch. Heute ist ja wirklich der Wurm drin. 1%. Aber ich habe trotzdem nicht verstanden, warum das abgebrannt ist eben. Dann jetzt hier nochmal. Vor allem, das finde ich immer ein bisschen nervig, weil ich bin gerade in so einem Modus, wo ich halt auf so eine Scheiße nicht achte. Weißt du, sowas wie Feuer und Co. Und dann plant man was und dann, oh, man muss laden, weil irgendwas passiert ist, weil man nicht alles im Blick hat, weil irgendwo eine kleine Meldung nur aufpoppt.
Kann er nicht warnen, wenn Feuer kann nicht gelöscht werden oder sowas nach 10 Sekunden oder irgendwas kommt? Schon wieder brennen Gebäude. War es vielleicht das? Nee. Ja, aber hier ist doch noch gar keine Feuerwehr. No, hör doch mal auf, mich zu ärgern, Spiel. Ich bin doch gerade dabei, die Feuerwehren zu bauen. Lass mich die doch erstmal bauen. Ich hasse Feuer in dem Spiel. Ich find's doof ohne. Ich find's aber auch scheiße mit. So. Jetzt will ich nochmal wissen, warum ging das hoch? Das geht doch runter. Warum ist das abgebrannt? Hat das vielleicht nur ein gewisse... Ah, die Abnutzung ist vor der Löschung gewesen, was? Weil hier nicht genug Leute drin waren. Kann das sein? Das ist natürlich eine interessante, wichtige Neuerung, die vorher so nicht drin war. Das ist fast komplett kaputt. Okay. Egal. Gut zu wissen. Jetzt versuche ich zum dritten Mal den Strom hier zu planen. Das ist ja wie verhext. Darf ich jetzt endlich mal? Oder kommt ein Tornado, den es gar nicht im Spiel gibt? Fühle mich gerade leicht verarscht. So, die Feuerwehr ist nämlich gerade hier fertig, aber ich habe noch gar keine Autos gekauft. Dann kaufen wir jetzt dieses eine Feuerwehrauto, dann ist das zumindest drin. Dann fehlen halt nur Personen. Aber solange wir hier natürlich keinen Strom haben und andere Dinge, ist es ja eh schlecht. So, und wisst ihr was? Speichern. Warum kann ich nicht speichern? Speichern als LP. 7.56. So. Dann habe ich das wenigstens schon gesetzt. Egal, was passiert. Ich komme da gar nicht dran vorbei. Hä? Aber das ist doch... Okay, sehr weird. Was ist da für eine andere Infrastruktur im Weg? Das könnte auch für später zu dicht an der Auffahrt sein. Nee, das müssen wir anders machen. Vielleicht lieber so. Dann hätten wir hier mehr Platz auf jeden Fall. Um das zu planen. Sehr gut. Was ist das hier? Habe ich das neu runtergeladen? Stimmt, das habe ich neu runtergeladen. Das ist so ein... Ja, so ein Endverteiler. Fand ich eigentlich ganz cool. Also einen brauchen wir auf jeden Fall hier irgendwo. Ich glaube, das hier ist der richtige Ort dafür. So. Der versorgt jetzt die Sachen. Und dann brauchen wir einen auf jeden Fall hier. Den bauen wir dahin. Ist das gerade? Das ist doch nicht gerade, oder? Ist das gerade? Das wäre gerade. Man sieht es ganz leicht am Weg manchmal. Wenn der so einen Abknick macht. So. Da brauchen wir, ich würde sagen, eine größere Spannung. Und du kommst an die Mitte. Und die brauchen nur eine ganz kleine. Da kann eine...
0,65er hin, oder? Die brauchen das ja nur zum Tanken, theoretisch. Also, machen wir eine 1,2er. Komm. So. Und dann können wir von hier noch nach da rüber gehen, wenn die nachher Strom brauchen. Dann ist das alles abgedeckelt. So, Feuerwehrauto ist da. Tank haben wir da, nur Öl lagern, Pumpen theoretisch da, sobald Strom da ist. Und wir haben nur noch 1,19 Millionen. Oh, 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 oh. Aber wir exportieren inzwischen schon wieder für 106.000 Stoff. Das gefällt mir. Einwohner werden auch ganz leicht wieder mehr. Hier wohnen auch die, die drin wohnen sollen. Dann ist noch einmal leer und da. Wie viel haben wir denn gebildete? 64. Shit. Sind auf jeden Fall zu wenig sonst. Aber wie viel haben wir jetzt? 84. Nochmal 20 mehr. So, 89, hat uns nochmal 70.000 gekostet, wir brauchen unbedingt die Uni. Wir brauchen unbedingt die Uni und, was wir auch brauchen, und dafür haben wir noch genau einen kleinen Retter. Und zwar fährst du von der Linie entfernt, du fährst von hier, lädst dich mit Arbeitskräften und entlädst sie hier. Starten. So, dann ist nämlich die Feuerwehr wenigstens versorgt. Die werden dann unzufrieden, weil die kein Wasser und Abwasser haben natürlich. Das ist jetzt schlecht an der Stelle. Strom kriegen sie, Treibstoff kriegen sie nicht. Und die haben ja nichts zu tun. Also bis hier können wir auf jeden Fall erstmal Kies ziehen. Und das hier würde ich auch auf Kies umschwenken lassen noch. Das Stück dann auch. Ach du Scheiße. Wieder eine Karawane mit angeführter Ente. So, jetzt ist das Feuerwehrauto da. Oh, das Stück hier, da weiß ich nicht, ob das so später hingeht oder nach da. Das hier haben wir, das hier haben wir. Das müssen wir wahrscheinlich dann eh abreißen. Die könnten an das da fahren. Das ist okay. Deswegen werden wir das hier jetzt bauen. Das beschleunigt aber alles. Als nächstes dann das, aber da müssen wir die Uni uns angucken, wie wir die setzen. Und der Rest ist soweit durch, würde ich sagen. Ins Gefängnis gekommen, ja, ja, ja. Das sind die Kleinigkeiten, die uns jetzt noch nachhängen. Hier könnten wir auch mal bauen. Dass die noch Kiesstraßen kriegen. Das da zum Beispiel können wir schon mal machen. Und hier zur Tankstelle vielleicht auch. Okay. Dann habe ich ein paar Züge runtergeladen. Wir wollen hier ein paar Züge durchaus hinsetzen. Auch wenn wir die jetzt noch nicht bauen, brauche ich so ein Gefühl dafür, wie viel Platz das einnimmt. Deswegen gehen wir hier mal auf für Bürger. Also was habe ich denn also runtergeladen? Elevated Metro Station. Die hat so eine Straßendurchführung und ist dann erhöht.
Was haben wir noch? Tramstopp. Okay, brauchen wir eigentlich nicht. Tramstopp, Sula Station. So eine kleinere Station, zwei Schienen. Pisky Station, ein Schienenbetrieb. Bofka Station, 146 Kilometer Station, so eine klassische, wie sie auch in Berlin häufig anzufinden waren, gekachelt. Nojevo, ja, auch eher eine klassische, zwei Schienenbetrieb, finde ich gar nicht schlecht. Roadway Station, finde ich auch ganz gut. Aber die ist mit Bus zusammen. Genau. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn hier Bus und Dings halten kann. Tram. Tramstopp. Ja gut, die Tram-Dinger. Tram this road. Small Rural Station. Ist auch wieder Bus und Dings. Airport Station, das ist auch so eine klassische, die in Berlin auch oft anzufinden war, nicht? So ein T-Ding und dann einfach zwei oder mehr Steige. Main Railroad, das ist vielleicht ein bisschen groß für hier. Das hat auch 5 Tracks. Ja, 4 bräuchten wir hier wahrscheinlich schon. 7, okay, es wird immer mehr. Central Railway Station. Hier. Die hier wäre doch was. Oh ja. Hier neben dem Rathaus. Und dann irgendwie so. Oder hier hinter. Mit den Schienen würde das nicht passen. Gut, ich könnte die Straße hier entfernen. Also so könnten wir mit den Schienen schon durchaus vorbeifahren. Anschluss nach da. Und dann muss die Straße nur drumherum führen. Direkt eine Tankstelle vor der Mainstation, auch irgendwie hässlich. Oder halt so wie geplant hier irgendwo hin. Was eigentlich auch nicht verkehrt. Dann kann man da noch einen schönen Vorplatz vielleicht machen draus. Ich setz die mal, die gefällt mir. Wir müssen sie ja noch nicht bauen. Wir machen vorsichtshalber Baustopp. Welche war das? Small, bla bla. Das war die hier. Dann habe ich noch den Bahnhof. Ganz simpel. Einfach nur Wege. Mehrwege. Kopfbahnhof. Den hatte ich eigentlich erst gedacht, dass ich den hier hinsetze. Der wäre schon ein bisschen mickrig, ne? Ein würde auch gehen. Müssen die Schienen nur alle von hinten ranfahren. Elevated Train Bus. Hatten nicht nur Metro. Auch nicht schlecht. Wäre was so für einen Uni-Bereich vielleicht. Mehrere Ausführungen davon. Eine kleine Station, Bus und Dings. U-Bahn, U-Bahn. Großer Bahnhof. Aber eher moderner. Das ist ein... Okay, ich dachte, das ist eine ganz kleine Stadtstation. Die hatte ich erst gedacht, aber okay. Die ist groß. Die hat auch noch ein Hotel in der Mitte. Noch ein Bahnhof. Zwei, aber ein Steig, aber zwei Dinger. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Auch schön kompakt. Zwei Wege mittig. Das ist der normale Bahnhof klein. Vom Spiel aus. Okay. Passt irgendwie so gar nicht. Das ist der mittlere Bahnhof oder große Bahnhof. U-Bahn-Station-Eingang. Sehr interessant. U-Bahn ohne Eingang.
U-Bahn-Station oberirdisch. Ah, das gibt's vom Spiel aus sogar. Alles klar. So, welche nehmen wir denn dann für die Uni-Sachen? Ich würde eher so eine normale Zweier nehmen. Vielleicht... Welche war das hier? Die hatte nur eine Schiene. So am Unigelände, so in der Innenstadt. Also wir wollten einmal hier irgendwo dann halten. Das heißt, man könnte genau die Ecke so nutzen. Dann könnte man hier die Schienen rüberziehen. Die Schienen rüberziehen. So. Nur mal zum Beispiel. Und dann könnte man hier hinten nämlich zum Beispiel von rankommen. Keine Ahnung, wie man hier rüberkommt, ob das später mit Brücke ist oder irgendwie oder irgendwas. So. Und dann können wir hier das Unigelände nämlich bauen. Die Planung brechen wir ab. Die Bahnhöfe lassen wir da. Und dann müssen wir die Uni jetzt bauen. Uni, Uni, Uni. Wir brauchen hier erstmal nur die technische Uni, damit wir überhaupt gebildete Leute bekommen. Wo ist die versteckt Lebensmittel? Da. Da habe ich auch ein paar Gebäude runtergeladen. Ah, eine kleine medizinische Universität. Ich glaube, ist die aus Leipzig? Sieht fast so aus. Ich glaube, die war aus Moskau. Aber ist ja nicht so weit voneinander entfernt. Oh, die hat sogar 600 Schüler. Die hier hat nämlich nur 300 Schüler. Ist auch riesig. Aber die ist mir halt zu groß. Weil die andere hat mehr Schüler und mehr Professoren, obwohl sie kleiner ist. Aber gefällt mir halt einfach visuell besser. Oder die hier. Das ist... Die hat nicht so viel... Genau, die ist kleiner, aber hat mehr Professoren. Obwohl weniger Schüler reinpassen. Mhm, mhm. Ich würde die hier wirklich, glaube ich, mit der Straße... Na, eigentlich könnten wir die Straße dann fast so lassen. Vielleicht ein bisschen gerade machen, dass die zum Rest passt. Ja, die Station steht auch nicht. Gut, aber das steht alles so. Hätten wir da so die Medizin-Dings. Oh, Straße noch einmal weg. Die kann auch mal noch mal weg. Was sind das hier überhaupt? Diese Schräge, die kann noch mal weg. Und wir könnten ja die Tankstelle komplett außen vor lassen. Obwohl, nee, dann hätten wir eine Kreuzung. Und ich wollte keine Kreuzung. Das ist wahr. Oh. Das habe ich jetzt anders gesehen. Habe ich mich falsch orientiert, weil die nicht eingeblendet war. Dann müssten wir so gehen. Dann kann die eigentlich auch noch dichter... Hier ist die Frage, ob wir dann nicht irgendwann eine Brücke rüber bauen. Jetzt ist da ein Knick drin. Oh Mann.
Das ist manchmal nicht so schön. Das gefällt mir nicht. So, vielleicht. Dass da ein kleiner Knick drin, nicht wahr? Ah, Mann. So. Okay, und du stehst ein bisschen sehr arg weit weg, oder? Nee, stimmt nicht. Wenn wir einen Fußgängerweg noch davor setzen wollen würden. Den wir eigentlich nicht bräuchten. Hin zur Autobahn sowieso nicht. Aber doch, steht sehr weit weg. Uni, 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 Uni. Uni, 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 Uni. Okay. Die würde da hinkommen. Dann habe ich einige andere Unis, die technischen. Da hatten wir einmal die Lenin-Technische Universität. Die kannten wir schon. Die andere kleine technische Universität. Die hier habe ich runtergeladen. Die würde natürlich jetzt hier hinpassen zu dem Campus. Und vielleicht die Straße nach hinten abschließen. Da hat man hier so ein schönes Gelände. Ja. Das Problem ist, dass das eckig ist, nicht wahr? Was haben wir hier noch? Ganz kleines Institut und dann die normale technische. Die ist sehr lang. Das erinnert an die TU Berlin so ein bisschen. Eine kleinere technische. Und die fährt 60 Studenten. Das finde ich eigentlich okay. Oder so eine moderne technische daneben. Die fährt 150. Das ist schon zu viel. 60 Leute ist eigentlich ganz gut. Die fährt 225. Die 45. Das ist eigentlich noch besser. Weil wir wollen gar nicht so viele Leute am Anfang umwandeln. Und die Station, okay, die hat auch einen Ausgang nach da, das passt. So, gehen wir einmal durch ran. Klappt das? Nicht ganz. Ist wieder so ein Millimeter. Die schließe ich nicht an, weil wir die nicht bauen wollen. Die kommen später. Machen wir erstmal Bau aussetzen. Und dann hier wieder versuchen, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, dass es passt. Jawohl. Jawohl. Reicht mir auf jeden Fall. Und der ist auch ausgesetzt. Die würde jetzt gebaut werden. Und wir wollen ja noch die andere technische Uni dazu. Einfach für den Style. Dass es keine sportmedizinische oder Sportuni gibt, nicht? Die hier wollten wir noch irgendwo hinbauen. Es ist halt echt schade, dass man das hier nicht so hinsetzen kann. Das wäre optimal. Man könnte das natürlich daneben setzen. So genau gegenüber der Station vielleicht. Das wäre hier ungefähr, ja. Und dazwischen dann die kleine nicht so, sondern vielleicht eher so. Hat man auch noch ein bisschen Platz für andere Dinge.
So, die soll nicht gebaut werden, das ja. Dann können wir von da aus nämlich die Straße ziehen. Die sollen gar nicht an die Autobahn rankommen. Das sind ja nur die Studentendinger. Dann machen wir eine Campusstraße. Da kann die Müllabfuhr nämlich noch mit ran. Da hätten wir die Unis auf jeden Fall in ausreichender Zahl. Und dann brauchen wir noch ein paar Studentenwohnheime. Gar nicht so viele. Ich glaube, eins reicht uns am Anfang völlig. Sonst kriegen wir so viele Studenten, die wir gar nicht bewältigen können. Medical Studentenwohnheime. Da habe ich keine runtergeladen. Ich glaube, ich habe aber auch keine gefunden. Dann würde ich das Ding vielleicht wirklich so gegenübersetzen. Die kriegen aber den Gehweg auf die Seite. Bisschen zu dicht oder zu weit weg sogar, glaube ich. Und dann können wir dazwischen Palmen setzen. Ist doch auch was. Und hier, wenn wir ein bisschen besser im Bogen rauskommen. Naja, ich kann es nur anspitzen. Da unten können wir rankommen. Okay, das ist doch noch besser. Das gefällt mir noch besser, weil hier sind wir doch schon echt arg weit weg. Können wir das in einem Rutsch machen? Das geht doch. Das geht doch besser. Wir gehen hier echt zu stark weg. Auch wenn wir da Palmen hinsetzen könnten, wäre mir das irgendwie zu krass, der Abstand. Auch hier. Ich meine, wenn wir es umbauen nachher, können wir es auch nochmal durch das andere Zeug ersetzen. Nochmal weg, nochmal ran. Hier können wir nichts setzen. Und über, was war das? Über H können wir das ja dann sehen. Über die Undodge-Punkte. Und wir sehen, davor wäre gar keiner. Das heißt, wir würden nur da rankommen. Okay. Und hier würden wir auch nur da oder da rankommen können. Ist natürlich unschön. Vielleicht machen wir es eher so, dass wir dann hier einen Parallelweg bauen. Die Straße ein bisschen abändern. Hä? Straße löschen? Okay. Manchmal denke ich, ich klicke und dann klickt er aber nicht das, was ich denke. Und dann passieren Dinge, von denen ich nicht weiß, warum sie passieren. Weil ich nicht aufpasse, was das Spiel wirklich gemacht hat. Ja, kriegen wir doch dichter daran. Hübsch ist anders. Hübsch ist anders. Das ist auch nicht hübsch. Was halt auch alles
vor Urzeiten gebaut worden. Ich glaube, da müsste ich den Weg nochmal abreißen hier. Oder wir machen das direkt so. Und eigentlich wollen wir es ja mit dem gar nicht mehr verbinden, weil da soll eigentlich gar keiner durchfahren. Das heißt... Okay, zu eng. Dann wäre der Bahnhof nämlich da angeschlossen. Der andere Bahnhof da hinten. Okay. Und die Straße, die kriegen wir doch noch ein bisschen anders hin. Aber durch den Weg wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt kriege ich... Okay, jetzt kriege ich sie gar nicht mehr daran. Scheiße. Ja, das ist blöd, wenn man Wege schon ausbaut. Aber es sollte nicht so viel brauchen. So, das sollten sie anfangen. Genau, Bauämter kommen. Die können von der Seite schon starten. Bei dem, das können wir noch ein Stück ransetzen. Jetzt, wo wir wissen, wie die Wege verlaufen. Und den Weg kann ich doch gerade bis zur Kurve rankriegen. Dann machen wir wenigstens den Darpalm hin. Dann sieht das nicht ganz so schwubbelig aus. Ja, so ist doch besser. Okay, Studentenwohnheim. Und die können dann bis hier zum Bahnhof noch laufen. Und theoretisch ja auch noch geradeaus. Genau. Und da geht dann die Straße dran. Lang. Schienen können hier dran vorbei. Die Straße kann auch nochmal weg. Und von hier ist es leicht, Strom und Wasser hinzuziehen. Das ist auch gut. Kriegen wir also auch gebacken. Und hier könnte noch ein langes Studentenwohnheim hin. Das, ich setze es mal, aber wir bauen es noch nicht. Bei die gibt es nämlich auch noch. Dann könnte man das nochmal so hinstellen, wenn das nicht reicht. Und was schade ist, dass man nicht einfach über Wege über Kreuz bauen kann auch. Ist auch wieder eine Kleinigkeit. Aber ja. Na gut. Ich würde sagen, ihr habt gesehen, wo es jetzt hingeht, die Reise. Und zwar ins Tirkatukaland quasi. Nee, natürlich in die gebildete Uni-Ecke. Hoffen wir mal, dass wir das hinbekommen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.